Was geht ab, Leute? Ich bin Hip-Hop Genius von Represent Germany. Ich bin hier mit Reezy Machiavelli. Was geht ab? Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Represent Germany. Heute haben wir ein ganz spezielles Album für euch mitgebracht. Ich denke, ihr habt es alle schon mitbekommen. Yay hat endlich wieder gedroppt und das zusammen mit TY Dolla Sign. Ja, Genau, Mann. also ich bin absolut hyped. Ty Dolla Sign, yay, die haben ja schon in der Vergangenheit geile Musik gemacht. Aber jetzt haben wir endlich ein neues Album bekommen von den beiden, nach vielen. Oder nach hin und her, sorry. Ja, Mann, was sagst du dazu? Ja, also, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Meinst du jetzt das Ganze davor oder wie? Das Ganze davor, der ganze Trubel. Boah, wie lange ist ja jetzt schon bekannt, dass die beiden droppen? Ist ja safe schon ein paar Monate, 3, 4 Monate oder Drei, vier so, ne? Monate seit letztes Jahr, Ende letztes Und Jahres schon so, seit ne? ungefähr einem halben Jahr gab es ja schon das Gerücht, dass die beiden dann Mhm. irgendetwas arbeiten. Genau. Und dann hat es irgendwann mal angefangen mit den Listening-Shows. Dann hat Ye angefangen, so ein bisschen Promo zu machen. Genau. Und der Hype wurde natürlich immer größer. Und Yay-typisch gab es 10 verschiedene Ankündigungen, also wo es rauskommen sollte. Ist es aber im Endeffekt nicht. Und jetzt ist es endlich gestern rausgekommen. Als Genau. erstes ja nur auf Apple Music und so weiter, weil die da ein bisschen schneller sind. Tidal, glaube ich auch. Teile, ja. Und dann gegen 18, 19 Uhr auf Spotify. Genau, und das alles an einem Samstag. Ganz untypisch. Ganz untypisch natürlich wir wissen ja, freitags droppt man ja normalerweise. Freitag war ja für uns hier in Europa auf jeden Fall angekündigt, einen Tag später. Aber ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, Schlimmeres von Ye erwartet. So, ne? Also, Digga, ich habe gedacht, 2, 3 Wochen später vielleicht. Aber wir haben das Album jetzt endlich, Vultures Volume 1. Und ich glaube, darüber werden wir jetzt gleich nochmal richtig intensiv sprechen, würde ich mal sagen. Ja, über jeden Song würde ich einfach sagen. Also Genau. wir werden ja jeden Song, wie ihr es alle kennt von uns, ein bisschen analysieren und unsere Meinung abgeben, wie wir die jeweiligen Songs finden. Ja. Ja, Bro, ey, da wurde doch angekündigt, du bist da mehr in dem Thema drin, in der Thematik, dass es mehrere Teile oder mehrere Episodes oder wie war das Genau, von mehrere Vultures? Volumes, also Volume 1 haben wir jetzt bekommen, Volumes, das sehen genau. wir auch im Titel, Vultures 1 steht da ja. Und nächsten Monat und übernächsten Monat sollen dann dementsprechend die 2 weiteren Vultures Volumes folgen. Ob das jetzt passiert oder nicht, das ist nochmal eine komplett andere Diskussion, darüber werden wir dann in den nächsten 2 Monaten sprechen. Aber jetzt erstmal haben wir Vultures 1. Und ja, was in den nächsten 2 Monaten passiert, das steht natürlich in den Sternen, ne, bei EA. Also kommen nochmal 2 Alben zusammen mit Ty Genau. Dolla Mit Ty Sign. Dolla $ign kommen noch 2 Alben und dann gebe ich noch ein Soloalbum dieses Jahr. Von Ye. Genau, von EA. Okay, dann bin ich mal gespannt. So, bevor wir jetzt anfangen mit den einzelnen Songs, eine kleine Frage an dich. Beschreibe das Album in 3 Worten. Boah. In 3 Worten. Chaotisch, wahnsinnig, wunderschön. Ja. Ja. Chaotisch, wahnsinnig, wunderschön. Das sind so die drei Sind Worte, die gut, mir einfallen. sind gute Takes, sind gute Takes. Wie würdest du das beschreiben in 3 Worten? Wie du schon gesagt hast, chaotisch. Das ist jetzt kein Wort, sondern eigentlich auch 2 Wörter, aber ich würde es einfach mal reinnehmen. Yay typisch so. Das sind sehr viele Sounds gewesen, die wir auch von Yay kennen zum Teil. Ja. Und dann würde ich noch anders reinnehmen, also weil da auch Anders, okay, ja. paar neue Sachen drin waren, die auch eher so für den Mainstream sein könnten. So, wir hatten eine gute Mischung, finde Ja. ich. Ja, aber lass mal mit dem ersten Song anfangen, Stars. Ja. Das ist für mich ein absolut geiler Song gewesen, eine geile Einleitung ins Album. Also wir haben ja diese Background Ja. Vocals am Anfang sehr, sehr schön, auch die Melodie im Song finde ich sehr schön und dann fängt Jay an zu rappen. Also mir hat der Song auf jeden Fall sehr gefallen. Ich habe das Intro wirklich extrem gefühlt und also das Gesamtpaket vom Song hat mir sehr gefallen. Ja, also ich fand den Vibe auch sehr krass. Wie du schon gesagt hast, war ein sehr guter Einstieg in das Album. Und Bro, das Sample war krass. Und das werdet ihr öfters von mir hören. Ich fand das Sampling auf diesem Album next level. Das Sampling war krass. Ye ist der King of Sampling. Ist ein Fakt schon seit, keine Ahnung, wie viel Jahren so. Also seitdem er ja Beats produziert, tut er die krassesten Sachen samplen. Und das hat er halt hier auf diesem Album wieder unter Beweis gestellt, so, weißt du? Und hier in dem Intro ging es direkt mal mit einem sehr krassen Sample los. Ich habe den Dann der Sample gerade. zweite Song? Sorry, ich Oder, habe den. sorry, sorry. Beim ersten Song habe ich den Sample gerade nicht im Kopf. Ich weiß gerade nicht, welcher Song das ist. Wenn das jemand weiß,
gerne in die Kommentare. Da gab es einige Samples. Chill, ich guck nebenbei. Ich habe hier die genau. Genius-App offen. Wenn du das findest, dann würde ich mal interessieren, weil da sind einige Samples, die dessen Namen ich einfach nicht kenne. Aber ja, wie gesagt, du hast recht. Ye ist auf jeden Fall Sample Goat, was das angeht. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig für ihn, Sample zu klären, ne, in der Position, der er gerade ist. Aber wenn er schafft... Da gab es ja auch sehr viel hin und her, ne, mit Ozzy Osbourne. Genau, darüber sprechen wir auch nochmal gleich bei dem nächsten, bei dem anderen Song, mit, was da mit Ozzy Osbourne zu tun hat. Aber ja, du hast recht, auf jeden Fall. Genau, wenn du gerade am Suchen bist. Was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, im ersten Song hatte Ty Dolla $ign keinen Part, oder? Wenn ich mich gerade nicht verirre. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen, also es ist auch so ein Ding. Ich lüge. Ty Dolla $ign hatte das. Nee, aber ich hatte oft das, also auch auf dem Cover ist ja nur Ye zu sehen. Genau. Dann irgendwie die Promo kam gefühlt auch nur von Ye, was klar ist, Ye ist der größere Künstler, ist bekannter. Aber irgendwie, keine Ahnung, kam es mir jetzt eher rüber wie so ein Ye-Album, wenn man nur vom Marketingtechnischen geht. Ja, vom Marketingtechnischen. Das stimmt, ne? 100%. Aber doch, bei Stars war Ty Dolla $ign dabei und hat doch einen geilen Part eigentlich gehabt. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade gedacht habe, dass er nicht da drauf ist. Aber auf jeden Fall da war er drauf. Geiler Song. Ty Dolla $ign und Ye haben da auf jeden Fall ein Brett gezaubert. Genau, wir gucken später. Könnt ihr kommentieren, was das für ein Sample ist. Und dann gehen wir direkt zum zweiten Song, würde ich sagen, oder? Der nächste Song ist Keys to My Life Feat, In Your Love. Ja. Anfang hat mich mitgenommen. Mhm. Das ist so ein Kanye-Type-Track, den ich auch vermisst habe. Also mir hat dieses Album jetzt, ich sag's jetzt schon, besser gefallen als Donda. Mhm. Und der Übergang zu Ty Dolla, also Ty, sorry. Sorry, ich sag irgendwie noch Ty, aber Ty. Ty Dolla $ign war sehr krass und ich fand India Love hat auch einen sehr guten Part gehabt. Ja, also India Love ist ja keine Sängerin oder keine Rapperin, nix. Die wurde ja, das war ja nach der ersten Show in Miami oder so, waren sie alle im Hotel. Und da hat Ye einfach India Love gefragt, so ey, kannst du mal kurz das da reinsingen? Und nach 3, 4, 5 Takes hat sie das dann gemacht. Und das hat man ja alles auf Instagram live gesehen, so wie sie das aufgenommen hat und sowas. Und das war auch voll komisch, weil im Hintergrund hört man ja auch mehrere Stimmen. So ein bisschen. Genau. Und so wurde das halt aufgenommen mit mehreren Stimmen im Hintergrund. Die haben dann ihr so ein bisschen Background-Vocals gegeben. Und ganz, ganz komisches Setting gewesen, mit 1000, also mit 100 Menschen, also in einem Raum. Aber trotzdem, ich find's am Endeffekt fand ich es cool. Ich find's auch cool, ja. Timbaland hat auch, glaube ich, die Drums auch am Ende mitgemacht und er hat das ja auch ja. Auf FaceTime hat er das sogar Creative Directed, so mit India Love. Aber echt? Ja, richtig crazy. Also, das ist ein geiler Livestream auf jeden Fall gewesen. Aber für mich groß und ganzen sehr, sehr geiler Song, auch ein deeper Song, weil Ye da auch ein bisschen vulnerable wird, was auch seine Beziehung angeht und dass er sich ein weiteres Kind wünscht. Ich glaube, der Song geht auch eher so ein bisschen um Kim, aber auch vor allem auch über seine neue Liebe so ein bisschen. Die auch auf dem Cover ist, ne? Genau, die auch auf dem Cover ist. Und das finde ich auf jeden Fall schön. Ja, du, also ich fand den Song stark so. Er gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingssongs auf dem Album, aber es war ein sehr, sehr solider Track. Und bei Ye musst du sowieso den Tracks so ein bisschen Zeit geben, damit die an dich ranwachsen. Ja, genau. Und das ist ja immer so. Das ist so. Und auch geil gerappt da, ne? Also muss man auch dazu sagen. Ja, safe, safe, safe. Sehr, sehr geil gerappt. Der nächste Track ist ja Paid. Und genau. Da war ich der Meinung, okay, hey, das ist ein Song für die Hardcore-Ye-Fans. Aber dann, als Ty Dolla $ign reingekommen ist, fand ich das doch sehr krass. Auch für mich als, ich sag jetzt, also ich mag Ye, aber ich bin kein Hardcore-Fan. Also dann war der Song auch für mich dann auf einmal sehr krass. Und für mich ist es auch ein potenzieller Hit. Ja, finde ich auch. Ich finde Paid sehr, sehr geiler Song, sehr tanzbarer Song. Ich fand Ty Dolla $ign auf dem Song sogar am präsentesten, meiner Meinung nach. Genau. Ich habe halt am Anfang gedacht, das wird eher wieder so ein Ding, eher für die Ye-Bubble. So habe ich das halt empfunden, okay. Wo ich die ersten paar Sekunden gehört habe. Und dann, wo ich mehr reingehört habe, habe ich dann gecheckt, okay, hey, der Song hat echt Potenzial, auch im Mainstream gut anzukommen. So. Ja, finde ich auch. Also ich finde, das ist, wie gesagt, schon so ein ja, tanzbarer, Mainstream-artiger Song. Und ich finde halt, das sein, ich finde den Song extrem geil, so. Ich finde, das ist ein guter Song, der geht nach vorne. Aber ich finde, Ty Dolla $ign hat mir auf dem Song mehr gefallen. Natürlich, Ty Dolla $ign ist der Sänger, so. Also das ist halt schwer, als jemand, der nicht singen kann oder der nicht so gut singen kann wie Ty Dolla $ign, da irgendwie zu konkurrieren in manchen Songs, wenn es da eher auf die Stimme so geht. Und ja, hier hat Ty Dolla $ign einfach geil performt. Ich finde die Hook geil, ich finde es catchy. Ich finde das Gesamtpaket auf dem Song auf jeden Fall sehr, sehr geil.
Ja, safe. Und ich glaube halt auch, dass sehr, sehr viele Songs eher so die breite Masse ansprechen, weil halt auch Ty Dolla $ign hier Ja, mitarbeitet. natürlich. Und so für die nicht geschulten Yay-Hörer geht das halt leichter ins Ohr. So, die checken das halt mehr, weil das eher ein bisschen Mainstream-lastiger ist. So. Ja. Also kann eventuell dieses Album nochmal eine viel breitere Masse erreichen, als sie es sonst sowieso schon tut. So. Mal gucken. Ja, wir sehen mal. Was ja gar keine Kritik ist an Ye, weil das ist ja, der hat eine richtig krasse Fanbase und die feiert das, was er macht. Aber die Leute, die halt außerhalb von dieser Fanbase sind, die tun sich manchmal ein bisschen schwer mit seiner Musik. Oder halt nicht mit jedem Song, aber mit einigen Songs. Und da finde ich es eigentlich ganz cool, dass hier wirklich Ty Dolla $ign drauf ist, so. Aus den eben genannten Gründen. Ja. Weil so noch viel mehr Leute einfach die Musik von Ye langsam verstehen können und so ihre ersten Berührungen damit machen können. Okay. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall. Ja, also finde ich cool. Dann der nächste Track ist Talking mit Northwest. Sag mal deine ehrliche Ja, der Meinung Song ist dazu. natürlich Blödsinn, ne? Also zwischen, also erstmal, der Sample ist geil von James Blake. Cooler Sample, wie sie es geflippt haben und Krass, so. krass produziert. Gut produziert alles, aber der so. By the way, Quentin Miller, heißt er so? Quentin Miller oder so heißt der? Dieser eine Songwriter von Drake damals, der da so mit Meek Mill und so auseinandergenommen wurde. Der hat übrigens hier auch auf dem Album Writing Credits und auch auf dem Song, ist mir ja aufgefallen. Hat er, glaube ich, gestern gepostet. Fand ich voll lustig irgendwie. Anyways, auf jeden Fall der Song mit Northwest. Ja, so, Digga, das ist ein Kind halt, ne? Kann ich jetzt, ist kein guter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein guter Song ist, aber es ist halt ein Kind für ihre, also für das, was sie gemacht hat. Voll cool. Wie alt ist sie? 8, 9 oder so. Super coole Sache, dass sie auf dem Album Ja. ist. Aber es ist jetzt überhaupt kein Song, den ich jetzt höre, ne? Also. Safe. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, guck mal, das Ding ist krass produziert. Ich finde es auch cool für Ye, dass er seine Tochter darauf geholt hat. Einfach nach der ganzen Geschichte mit Kim, diesem ganzen Hin und Her. Ist bestimmt auch sehr cool für die Vater-Kind-Beziehung zwischen den Ja, beiden. 100%. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt im Auto anmachen würde. Genau. Ist aber ein Song, der bereits auf TikTok viral gegangen ist und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt nochmal viral gehen kann, nachdem das Album gedroppt ist. Weil auf TikTok gehen voll oft irgendwie diese Kind, also diese Lieder, wo Kinder rappen, viral so, hat irgendwie TikTok Ist an auch ein sich. bisschen Verstehe ich aber weird, auch, das ist so ein Ding. muss man sagen. Es ist auch weird, aber ich check, woher das Ja. kommt, weil das ja so ungewöhnlich Ja. ist. Auf TikTok geht halt immer alles viral, was ungewöhnlich ist. Weißt du, was ich Ja. meine? Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Song auch ein guter Hit sein wird, nur wegen TikTok. Es gibt aber diese Universal-Geschichte. Ich weiß nicht, das Album wurde auch über Universal Nee, released, das oder? Album wurde tatsächlich independent released, also das erste Album, glaube Wurde ich, Independent was released. ohne Label irgendwie released wurde. Okay, dann gibt es auch auf TikTok. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz gut anlaufen wird, streamingtechnisch. Alles wird gut anlaufen. Aber das könnte sich theoretisch auch abheben. Wir werden aber sehen. Ist aber kein Song, den ich mir jetzt privat reinziehen Ja, würde. ich auch nicht. Ich meine, der Song hat ja auch direkt danach, also ist ja gesplittet zum nächsten, also ist ja gesplittet der Song und dann geht ja Ty Dolla $ign. Spricht er so ein bisschen über seine Beziehung mit seiner Tochter, wo er dann halt so singt und da sind noch Background Vocals und so von ihm eingesungen, richtig geil. Und da wird die Thematik auch angesprochen mit, wie es halt ist für einen Vater, seine Tochter aufwachsen zu sehen, ne, die welche Schwierigkeiten dann natürlich auch rankommen, wenn eine Tochter halt, wie gesagt, ne, erwachsen wird. Die ganzen gefährlichen Dinge, die auch damit ist halt einfach so dazu kommen. Genau, das spricht Ty Dolla $ign auf dem Song nochmal ein. Yeah, da nochmal so ein Part. Geil abgerundet den Song auf jeden Fall, weil es auch so ein bisschen nicht die Ernsthaftigkeit rausnimmt, wenn jetzt nur Yay in Northwest halt da ihren Part singt, sondern da kommt nochmal Ty Dolla $ign und Yay, die dann ein bisschen realen Shit spitten so. Das fand ich gut an dem Song. Ja, safe. Aber ich hätte es auf jeden Fall gefeiert, wenn das jetzt mal in Anführungszeichen ein normaler Track gewesen wäre, ohne Northwest, weil ich das Sample einfach so krass Ja, finde. kann ich verstehen. Kann ich 100% verstehen, ja. Aber hey, wie gesagt, ich gönn's Ye. War gerade wahrscheinlich auch für seine psychische Gesundheit ein sehr, sehr wichtiger Track. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Einfach um auch Sachen zu verarbeiten und vielleicht auch mit Kim so ein bisschen Frieden zu schließen, weil es ja deren gemeinsames Kind. Genau. Und ja. Ich würde einfach sagen, wir kommen jetzt zum fünften Track, Back to Me, Feat Quavo und Freddie Gibbs. Sample ist wieder geisteskrank. Ja, es ist so ein krasser Song, Alter. Also, ich finde, Freddie Gibbs hat hier wirklich alles auseinandergenommen, meiner Meinung nach. Also, Ja, er hat ja. für mich ganz klar den besten Part gehabt, meiner Meinung nach sogar.
wenn ich ganz ehrlich bin, den besten, also rein rap-technisch gesehen, den besten Feature-Part gehabt auf dem gesamten Album, weil hier einfach. Ja, wieso? Bro, Safe hat einen Case. Ich meine, wer ist denn noch da drauf? Rich the Kid, Quavo, Playboi Carti und so, Playboi die Stars sind Carti, alle noch drauf. Aber. Lil Durk sind natürlich alles Rapper, die krass sind, aber wenn du rein technisch guckst, war Freddie Gibbs auf jeden Fall der Stärkste. Genau, aber hier auf dem Song fand ich einfach Freddie Gibbs am stärksten. Und allgemein, der Song ist geil, der Sample ist nice, Ye rappt hier nice. Ob, na gut, Ye hat so einen relativ schwierigen Part, so. Also ich finde, rap-technisch gesehen kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr machen draus. Ja, ob das jetzt so krass gerappt ist, ist eine andere Sache. Aber im Gesamten ist es ein sehr, sehr guter Song. Safe, Bro, kann ich nur so zustimmen. Ich feiere den Song auch. Aber ich habe eigentlich, keine Ahnung, wie fandest du Quavo? Quavo, warte mal, war Quavo auf Back to Me? Ich weiß nicht, laut Genius war der drauf. Warte mal ganz kurz. Back to me, Boah, der wenn du guckst auf irgendwie, Credits. irgendwie fällt mir gerade. Ah, nee, Mann. Ich schwöre, ich habe vorhin geschaut. Ach, nee, guck mal, das ist bei den Writers. Ja, okay, bei den Schreibern. Natürlich kann, ja, kann natürlich sein, dass er Credits Sorry. hat. Aber vorhin, also wo ich vorhin mir die Notizen gemacht habe, war der noch als Feature-Gast aufgezählt. Wahrscheinlich haben die das jetzt geändert, aber der war bei den Ja, nee, Writers. aber das kann Sorry, auch, das sorry. kann oft doch mal sein, weil Jay macht doch so Sachen, dass er sehr oft so andere Rapper rappen oft einen Part vor oder sowas, oder wenn bei den weißt du, verschiedenen Versionen, dass Quavo da was gerappt hat, das kann natürlich alles mal sein, dass dann dementsprechend in den Credits da steht. Also das ist jetzt kein Fehler von dir, sondern das kommt halt oft vor, so, ne? Wenn du auch guckst, beim ersten Vers werden auch Kanye West und Quavo aufgezählt bei Genius. Ja, wie gesagt, Vielleicht hat er auch irgendwelche Vocals im das Hintergrund kann gemacht. alles sein, Ich das habe es kann jetzt alles nicht mehr so sein. im Kopf. Aber so einen richtigen Part hatte der auf dem, am Ende des Ja. Tages halt nicht drauf gehabt. Ja, okay. Sechster Track, Hood Rat. Ja, schwachsinniger Song. Bro, ich fand den viel zu anstrengend, Mann. Voll. Ich fand den viel. Dieses Hood Rat, also die ganze Zeit Hood Rat, Hood Rat, Hood Rat. Alter, Bro, Ich okay. finde auch Das hat allgemein voll Kopf ist der gefickt. Song nicht gut gemixt, meiner Meinung nach. Ich finde, da kommt, also der Bass kommt da einfach nicht geil durch, finde ich. Das ist so, als wäre das so unter Wasser. Kennst du das, wenn du so unter Wasser alles so sich so Dings anhört? Wie sagt man das so? Dumpf Dumpf, anhört, so genau. dumpf. Das hört sich richtig so dumpf an, so. Und das habe ich bei Hood Rat richtig das Gefühl gehabt. Das kommt einfach überhaupt nicht durch und das ist halt einfach penetrant, dieses Hood Red. Das hat mich voll gestört. Ja, das war zu viel. Das kannst du irgendwie in der Hook machen oder so, aber Genau. das lief ja die ganze Zeit durch. Also hätte man viel, viel besser machen können. Also ich finde, das hat leider scheiße Genau, umgesetzt. ich habe die Idee dahinter, hätte ich check die Idee mit diesem Hood Rat, Hood Rat, aber das war einfach viel zu penetrant, viel zu laut und viel zu lang. Genau, ja, stimme ich dir absolut zu. Das war auch kein Song, der mir gefallen hat. Also. Weiß ich, also ich habe vor dem Drop habe ich noch gedacht, okay, der Drop wird crazy und dann kann man daraus was Geiles machen, aber leider wurde das. Ja, ne? Also ich habe auch am Anfang gedacht, der Song wird krass, aber desto länger der Song ging, desto mehr ist mir dieses Hood Rat auf die Eier Ja, gegangen. ich bin da voll bei dir. Also gar kein Song für mich und ich habe den Song leider nicht gefühlt, ey. Super schade. Nee, überhaupt nicht. Ja, Leute, wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit nach unten schaue. Ich habe hier meine Notizen. Dasselbe geht auch für mich. Hier links habe ich auch hier alles aufgeschrieben. Der nächste Track, Do It Feat YG. Warte kurz. Hast du Nipsey Hussle gehört? Ich Wo? wusste das. Ich wusste, dass das keiner checkt. Ganz am Anfang, wenn du Do It Wo? hörst, hörst du die Hä? Vocals von Nipsey Hussle. Echt? Ich dachte mir so, what the fuck, ist das gerade Nipsey Hussle oder ist es AI oder was ist das gerade? Weil ich. Okay, Du musst krass. dir den Ich habe es Song. mir nur heute Morgen einmal reingezogen. Ich werde es mir aber safe jetzt direkt nach dem Das Pod, musst du werde ich mir machen. nochmal Weil, reinziehen. Leute, keiner hat Krass, darüber okay. geredet. Ich so, hä, ist das nicht Nipsey Hussle? Und dann gucke ich auf Twitter, alle schreiben, Nipsey Hussle, Nipsey Hussle, Nipsey Hussle. Ich so, what the fuck? Weil ich habe so gehört, das könnte ja natürlich auch YG sein, weil bei der West Coast so theoretisch gesehen selbe Sprache so mäßig. Aber ganz am Anfang, du wirst es hören, das ist halt einfach fucking Nipsey. Ja, ich sehe es auch. Intro, von Nipsey Hussle gesprochen. Genau. Und ich habe mich voll gewundert, warum niemand darüber geredet hat oder warum das niemandem so aufgefallen ist. Vielleicht auch, weil wir so lange, also keine Ahnung, es gibt ja Leute, die seine Musik ja noch regelmäßig hören, aber. Vielleicht, weil viele so lange seine Stimme nicht mehr gehört haben. Aber das ist auch ein Song, der passt absolut zu ihm. Absolut geiler Sound. 100%, der ist ja auch noch von DJ Mustard mitproduziert Genau. worden, also auch so eine West Coast-Legende. Ich finde, YG hat auch geisteskrank auf diesen Song gepasst. Ty Dolla $ign, also das war ja sowieso, ich glaube so Ty Dolla $ign seine Komfortzone, so dieser Genau. Song. Er war halt ein krasser West Coast Track, Mann. Absolut. Vor allem auch, wo der Beat dann so ein bisschen gechanged wurde oder so, dieser Beat Switch da zu YG fand ich auch sehr krass. Bro,
Ich feiere den Song. Für mich auch absolut geiler Song. Ich hätte mir Tiger drauf gewünscht, der war ja in der Originalversion war ja drauf. Leider hat er es nicht aufs Album dann geschafft. Aber wäre so. Ah, wurde der runtergenommen? Er wurde runtergenommen, genau. Schade. Aber der hat einen absolut krassen Part gehabt. Das war ja irgendwie auch so ein Song, der für ihn gemacht wurde, gefühlt so, wie man den Sound sich so an. Vor allem, weil der Song halt auch sehr, sehr massentauglich ist, ne? Das ist auch ein potenzieller Hit, der in den Mainstream kommen kann. Und so ein Tiger, so der hätte schon drauf gepasst. Ich kenne den Part jetzt nicht, du kennst ihn ja safe, du bist ja jetzt hier unser Yay-Experte. Du hast dich ja mit allem so, so krass auseinandergesetzt, ganz im Gegenteil zu mir. Ja. Aber hey, Tiger hört sich interessant an. Die Flows fand ich übrigens auch sehr cool auf diesem Track. Was sagst du bitte? Wie bitte? Die Ja, Flows. so ein starker Song, aber ich finde, Ty Dolla $ign macht die Hook halt einfach so brutal. Also, das ist wie. Also ich finde Ty Dolla $ign, über den wird viel zu wenig geredet, Mann. Der hat Ja, ne? dieses Album wirklich eine krasse Identität gegeben, so. Deswegen finde ich, okay, das ist so ein Yay, den wir so davor noch nie gehört haben. Ja, 100%. Ich finde, Ty So, Dolla weil. $ign, also ich glaube, also Ty Dolla $ign bringt auch so einen anderen Yay auch ein bisschen aus sich, so finde ich. Genau, das meine ich. Das meine ich mit diesem ab und zu massentauglich, ja. Yay hat hier immer noch seine klassischen Yay-Tracks gemacht für seine Hardcore-Supporter, aber auch Sachen für die Ty Dolla $ign-Fans und für die Leute, die einfach mal reinhören, weil es Yay Ja, ist und genau. so ein Also großes mediales Ding ist. ist echt so. Die Identität von Yay ist auf jeden Fall auf dem Album 100% da, so die ganze Zeit durchgehend. 100%, in jedem Track hört man Aber du das. hörst trotzdem noch so immer wieder raus, wann Ty Dolla $ign seinen Einfluss hatte, wann Ty Dolla $ign vielleicht sein Mitspracherecht hatte, sage ich jetzt einfach mal. Do It ist halt ein Song, das ist auf jeden Fall 100% ein Song, der von Ty Dolla $ign, glaube ich, gebrainstormt wurde vielleicht. Oder vielleicht ist auch sein Song, der eigentlich ohne Ye gemacht wurde. Aber das ist auf jeden Fall für mich so ein Ty Dolla $ign Song. Aber kommen wir zum nächsten Song, würde ich sagen, oder? Paperwork. Oh, ja. Feed Quavo. Diesmal ist er wirklich drauf. Diesmal ist er tatsächlich drauf. Für mich, also sag du erstmal, was hast du zu Paperwork? Also das war so, okay, wo der Beat gedroppt ist. Ey, Bro, das war viel zu viel für mich. Ich habe mir gedacht, okay, was geht jetzt ab? Ist wieder so ein klassisches Yay-Ding. So. Das ist genau das, was von dem ich gerade eben gesprochen habe. Das ist jetzt nichts für den Hörer, der jetzt nicht die ganze Zeit Yay hört und nicht der größte Yay-Fan ist, aber ich glaube, für Yay-Fans ist es, glaube ich, ganz krass. Also ganz ehrlich, Ich kann es jetzt nicht einschätzen, so, weil ja. ich bin kein krasser Yay-Fan. Genau. So. Ich respektiere Yay, er macht krasse Songs, aber ich weiß jetzt nicht, wie so ein Hardcore-Yay-Fan tickt. Weißt du, was ich Ja, meine? deswegen wollte ich dir gerade widersprechen, weil dieser Song Paperwork ist tatsächlich kein klassischer Yay-Song mäßig, weil das Okay. ist halt eher so ein Brazilian-Funk-Song. Das ist schon so ein Song, den ich so noch nie von Yay gehört habe in der Art und Weise. Okay. Und es ist halt, ich gebe dir schon recht, das ist halt schon so ein, das ist too much. Das ist schon so ein Song, der ist für mich absolut anstrengend. Es hört sich an wie so ein Edit von TikTok, so diese TikTok-Edits von, keine Ahnung, Fußballspielern, packst du so verschiedene Clips So rein. wenn Neymar bei Sao Neymar, Paulo da irgendwie so ein genau richtig. Rainbow geschoben hat. Danke, genau das ist es. Es ist ja auch tatsächlich der Beat ist ja teilweise von TikTok, von den Produzenten. Den hat er einfach irgendwo auf TikTok oder so, hat er den wahrscheinlich gesehen und hat dann gesagt, ey, ich will den Beat haben. Das war ja tatsächlich auch die Sache. Das hört man halt auch, ne? Ist für mich nicht. Also Brazilian Funk ist cool und so, aber ich glaube, da könnte man was Eigenes kreieren, was sich ein bisschen cool anhört und nicht so TikTok-Edit-mäßig. Keine Ahnung. Okay, ja. Ist interessant, weil wie gesagt, ich bin jetzt kein Hardcore-Yay-Fan so. Ja. Deswegen konnte ich das jetzt eventuell auch einfach nicht so einschätzen, so oder einordnen. Aber ich habe ihn nicht gefühlt. Ja, ich auch nicht. Also es war für mich kein Ich guter fand ihn Song. nicht so nice. Ja, Bro, es werden eh ein paar Yay-Hater gegen mich schieben, weil ich ja so keine Ahnung habe. Ich habe auch nicht so viel Ahnung von Yay, aber Ist doch nicht schlimm. ich glaube, dass. Das ist ja trotzdem hier so ein ganz guter Kontrast, wenn wir hier jemanden haben, der komplett die Ahnung hat von Yay und dann Ich habe. jemanden, der einfach seine Musik mal so. Ja, ich bin jetzt auch kein. Also, ich bin schon Hardcore-Yay-Fan, so klar, aber ich bin jetzt auch nicht, dass ich jetzt alles weiß oder so. Ne? So ist es jetzt nicht. Okay. Aber ich glaube, es ist ein ganz guter Kontrast auch für die Leute, einfach so beide Seiten mal zu hören. Genau. Okay, Leute, dann sind wir jetzt beim 9. Track. Wir waren gerade eben kurz weg, weil wir technische Schwierigkeiten hatten. Der 9. Track ist aber Burn und ich sag euch ehrlich, der trifft schon viel eher meinen Geschmack. Der Track ist ein bisschen kurz so, also da geht, glaube ich, 1 Minute 50 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Was heutzutage ja eigentlich normal ist, so, aber für ein Yay halt nicht. Ist aber nicht tragisch, ich fand den Track trotzdem nice. Ist kein Kritikpunkt, dass er kurz ist. Ja, man stimmt dir 100% zu. Ist für mich ein sehr, sehr geiler Song. Ich finde leider zu kurz, meiner Meinung nach. Ich finde, das ist halt so ein bisschen OG, College Dropout, yay, habe ich das Gefühl, wie er rappt.
Und Ted Dollar Sign komplementiert das Ganze auch geil mit den Vocals, mit der Hook. Also, das ist super catchy Song, super geil. Also, das hätte schon echt so 20, 30 Sekunden länger gehen können, meiner Meinung nach. Aber ja, ist für mich, gehört für mich, glaube ich, echt zu den besten Songs auf dem Tape. Safe, stimme ich so Obwohl das, zu, glaube ich, auch so 100%. die Performance von Ye, glaube ich, da am besten ist oder am konstantesten ist. So, da sagt er keine absolut weirden Sachen. Das ist halt so, was stark in dem Track ist, dadurch, dass er so kurz ist, ist er halt so kurz und knackig. Kurz und knackig, genau. Das könnte man natürlich auch Der ist kurz und als was knackig. Gutes sagen, so, ne? Aber ja, es ist für mich ein super guter Song. Also, das ist halt, wie gesagt, OG Drake, sag ich, OG Ye. Und das gefällt mir extrem an dem Song und das ist geil. Safe, Bro. Safe, safe. Aber ich glaube, da müssen wir auch gar nicht mehr zu dem Song sa sagen so. Wir können direkt zum 10. Song gehen. Und der war ja ganz besonders, weil hier Travis und Cardi drauf waren. Oder drauf sind, besser gesagt. Genau. Folksong. Ja, also das ist für mich auch ein Brett, meiner Meinung nach. Ich glaube, auf TikTok sehe ich, dass die meisten diesen Song so mit am meisten gefallen haben. Es ist sowieso, Bro, Cardi und Travis auf einem Song. Ja, in den meisten Fällen. Das ist halt heutzutage ein Hit-Garant. Genau, also in den meisten Fällen ist das so das, was die meisten Fans sich wünschten. Und ich meine, auf dem Song wäre ja original Quavo gewesen, statt Travis Scott. Und ich glaube, Quavo hätte dem Song ein bisschen besser getan als Travis Scott, muss ich ehrlich zugeben. Einfach vom Sound her, weil ich fand Travis Scott auf dem Song gut, meiner Meinung Ich fand Travis gut, Mann. Also, ich habe da eigentlich nichts zu bemängeln. nach. Ja, also ich fand Travis Scott auch gut, aber ich glaube, Quavo auf dem Song, also der hat mir in der Originalversion ein bisschen mehr gefallen, weil er einfach dem Song noch ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist Okay. das natürlich ein Banger. Ne? Das ist natürlich, die Hook ist absolut catchy. Gesungen von Ty Dolla $ign. Sehr, sehr geil gemacht. Also wirklich super geiler Song. Playboi Carti hier auch. So geil, ne? So, so geil performt. Super geiler Part gewesen. Kanye West, könnte man jetzt ein bisschen diskutieren, wo er da diese Elvin Chipmunk-Stimme gemacht hat. Hätte man das rauslassen können. Das war in der Mitte von dem Track, Genau, gell? es war in der Mitte von dem Track und ich glaube, danach kam Travis Scott, glaube ich. Genau, das habe ich mir auch so notiert. Ich habe mir geschrieben, aufgeschrieben. Erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. In der Mitte musste ich klarkommen. Bei Travis fand ich es aber wieder besser. Ja, dann war das, glaube ich, die Stelle. Genau so habe ich es mir aufgeschrieben. Weil irgendwie der Part in der Mitte von Ye, das war mir irgendwie wieder zu viel drumherum. So. Das war wieder so ein Durcheinander. Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Für mein ungeschultes Yay-Ohr, so. Ja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, das ist nicht so. Aber es ist trotzdem ein geiler Track und ich kann mir auch vorstellen, dass der auch über längere Sicht immer mehr und immer mehr ballert. Ja, ich auch. Also, es war ein guter Song auf jeden Fall, hat mir auch mitgefallen. Also, gehört auch meiner Meinung nach mit zu den besten Songs. Ich glaube aber, dass man auf dem Song einige Dinge ändern hätte können. Ja. Aber gut, das war es eigentlich. Ja, stimme ich so zu. Ja. Also, er hätte der beste Song auf diesem Album sein können. Aber für mich hat das einfach die Mitte ein bisschen so, ich sag mal, Anführungszeichen kaputt gemacht. So dadurch ist ein bisschen anstrengender Ist geworden. verständlich, kann ich verstehen. Auf jeden Fall. Ja, der 11. Track ist Vultures, Feat Bump J und Lil Durk. Wie fandst du den Song? Ich fand den Song sehr krass, vor allem weil der Beat so Chicago inspiriert war. Ye kommt aus Chicago. Lil Durk ist drauf. Ich fand, das hat sehr, sehr gut miteinander gematcht. Lil Durk hat sehr krass auf dem Beat gerappt. Beat Switch bei Ty Dolla $ign, seinem Part, kommt auch zum perfekten Zeitpunkt. Dementsprechend gefällt mir der Song auch sehr gut. Ja, das war für mich auch ein Song, den ich erstmal, wie soll ich sagen, ich muss erstmal drauf klarkommen. Also, das war ja auch eine Single gewesen. Ich glaube, das war die erste Single, die für Vultures rausgekommen ist. Vor allem Release. Ich fand Lil Durk für mich performt am besten auf meiner Meinung nach. Also, ich finde seine Performance Der Beat ist aber auch angepasst. da seine Wohlfühlzone. Ja, So das muss man auch muss man auch sagen. dazu sagen, das stimmt. Aber trotzdem, also Lil Durk für mich sehr, sehr geil gemacht. Super geiler Part gewesen. Yay, hier natürlich auch mit einer gewissen Line, die natürlich auch ein bisschen für Aufsehen sorgen kann, ne? Weil, wenn man ein bisschen zuhört, der provoziert natürlich auch mit dem Track. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich ein ganz guter Song gewesen, gehört aber nicht zu meinen Favorites auf dem Album. Ja, also ich finde den Song eigentlich sehr nice, allein schon wegen der Backstory da, dass Ye auch aus Chicago kommt, der Beat ist so ein bisschen so
Chicago Drill-lastig inspiriert. Ist kein Drill-Beat, aber man hört auf jeden Fall diese Inspo raus, finde ich. Und dementsprechend finde ich eigentlich diesen Song ganz cool. Ich finde, der passt voll auf dieses Album. Und Dirk hat auf jeden Fall auch abgerissen. By the way, jetzt kommt auch Love Songs for the Streets 3 raus. Hat er angekündigt. Das heißt, wir bekommen demnächst auch ein neues Dirk-Album. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, also dann war das jetzt schon so ein kleines Intro für ihn, für das neue Album. Wer weiß, also Love Songs for the Streets, so, das wird, denke ich Vom mal, Sound kein her anders Drill. sein, ne? Klar. Aber Es wird vom Sound eher so dieser Sad Lil Durk. Ich denke, der wird auch sehr viel verarbeiten. ja, ich freue mich drauf. Also ich freue mich drauf. Ich wollte nur sagen, also ich glaube, mit dem Song kann man sich natürlich ein bisschen bewerben und so. Sowas wollte ich eigentlich in der so Richtung sagen. Ja, safe, safe. War ja damals ähnlich bei Fivey, bei Bible. Genau, ist gut in dem. Kurz davor ist ja Off the Grid Genau. rausgekommen und das war ja der maximale Zeitpunkt für Fivio, ein Album zu droppen. Genau, richtig. Aber ich glaube, Lil Durk hat das jetzt nicht so krass nötig wie Five, muss man dazu noch Nee, sagen. nee, nee. Dirk ist schon eigenständig so. Der hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel dafür gearbeitet und es hat ja auch inzwischen, ich glaube, 28 Millionen monatliche Hörer, 23 Ja. Millionen, auf jeden Fall übertrieben viele. Und Fivio war damals noch ein Stückchen kleiner, ein großes Stückchen. Aber es ist trotzdem ganz nice, wenn du kurz vor deinem Album-Release nochmal einen Feature-Part auf einem Yay-Album hast, weil das passiert halt auch nicht alle Genau, das Tage. stimmt. Das ist das. Und deswegen freut mich das auf jeden Fall, dass wir auch von Lil Durk bald neue Musik bekommen. Aber Safe. kommen wir zum nächsten Song. Carnival. Carnival. Feat. Rich the Kid und nochmal Playboi Carti. Genau. Das war. Ey, Rich the Kid hat mich überrascht. Ja, ne? Das war geil. Das war richtig geil von ihm. Also, ich habe Rich the Kid nie als Trash-Rapper empfunden, so, aber der war für mich ehrlich gesagt fell off so. Ich habe ihn nicht mehr gehört, war nicht mehr so mein Ding. Ist auch ehrlich gesagt ein bisschen so, ich habe den ein bisschen aus den Augen verloren. Aber hier hat er abgerissen. Ich war überrascht, dass er überhaupt drauf ist. Er hat seinen Part gut gemacht. Das Sample war krass. Und Playboi Carti war auch gut so. Ja, also für mich ist das absolut, also das ist für mich so ein verrückter Song. Das war ja der Song Ja, mit safe. Ozzy Osbourne, wo sie eigentlich seinen Song da samplen wollten, also diesen einen Gitarrenpart, wollten sie eigentlich von ihm samplen, oder haben sie eigentlich auch gemacht, ohne seine Zustimmung. Aber dann hat Jay das dann ausgewechselt zu dem Gitarrenpart von Hell of a Life, glaube ich. Aus dem Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Und das passt ja auch richtig gut. Und das hat er dann einfach ausgewechselt. Und so konnten die den Song dann aufs Album packen. Und im Großen und Ganzen ist für mich so diese Atmosphäre auf dem Song so krass einfach. Du hörst so diese Hintergrundstimmen, diese ganzen. Es hört sich an wie so ein Stadion, wo alle irgendwie so das gleiche Lied nachsingen. Wenn du da am Anfang Ja, die Mann, Stimme ja, hörst, Mann. ja, genau. Sehr krass. Und dann kommt Playboi Carti mit so einem krassen Part einfach. Alter, für mich ein super, super krasser. Also für mich echt so Off-the-Grid-Level von Donda-mäßig, so ein bisschen. Meiner Meinung Boah, da muss ich noch abwarten, da muss ich den Song noch ein paar Mal hören, aber ich fand den Song auf jeden Fall auch sehr, sehr mächtig. Also, wie du gesagt hast, da wo alle das, als ob da ein ganzes Stadion da dieses Ende da singt, Genau. also dieses Sample. Boah, das war schon mächtig. Also, das war echt mächtig. Dementsprechend fand ich den Song auch sehr krass und ich glaube auch, der wird einer der größten Songs von diesem Album. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, streamingtechnisch könnte das so oder vielleicht auch auf Shows oder auf Festivals oder auf Konzerten kann Oh ja. das ein Brett werden. Dann der nächste Song, Beg for Forgiveness. Ist der 13. Song? Was hältst du von dem? Das ist von Chris Brown. Das ist ein Song. Ich glaube, das ist auch eher so ein Cover von irgendeinem anderen 2000er-Song oder sowas. Ich habe gerade den Song nicht im Kopf, aber jedenfalls, ja, Digga, 6 Minuten oder so geht der Song. Absolut in die Länge gezogen. Langweilig. Der Song hat gar nicht meinen Geschmack getroffen, Bro, sag ich dir ehrlich. Sample ist ganz krass so, aber. Also, das Ding ist, ich muss kurz ein bisschen drüber nachdenken, weil die erste Hälfte ist ja Chris Brown, wer da singt, die ganze Zeit dasselbe singt. Wie gesagt, es ist ein Cover-Song da. Und dann gibt es ja noch die zweite Hälfte. Und die geht ja schon voll unter, weil Chris Brown ja schon so viel Platz einnimmt mit seinem Part da, mit Beg Forgiveness. Und ich finde, der Song ist einfach viel zu krass in die Länge gezogen, meiner Meinung nach. Und zu monoton am Anfang mit Chris Brown. Leider. Hat mir nicht so gefallen, der Song, leider. Mir auch nicht. Ich sag ganz offen, der Song hat mir überhaupt nicht gefallen. Der hat gar nicht meinen Geschmack getroffen. Das ist für mich persönlich jetzt ein Skip. Kann ich verstehen. Ich muss den Song noch verstehen. Ich muss irgendwie. Also, wie gesagt, Ja, ich will einfach verstehen. jetzt, Stand jetzt. Ich habe das Album einmal gehört. Ich habe das Album einmal Genau, gehört. also ich habe das Album halt ein bisschen öfter gehört und der Song gefällt mir immer noch nicht. Deswegen
Deswegen muss ich ein bisschen so checken, so was genau die Story hinter diesem Song ist, was genau er sagen wollte. Und dann kann ich, glaube ich, so eine, also ja, ich muss irgendwie verstehen, warum der Song überhaupt entstanden ist. Genau. Ja, Bro. Ich glaube, da haben wir jetzt genug zugesagt. Ist einfach momentan nicht unser Geschmack. Trifft er einfach nicht so. Vielleicht ist ja bei euch anders. Vielleicht ist ja sogar euer Lieblingssong. Das kann sein. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, was auch komplett in Ordnung ist. Aber ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Song, zum 14. Und das ist Good Don't Die. Ich fand den Song eigentlich ganz gut. Der Sample war, also hier war mit eins der stärksten Sample drauf, finde ich. Ja. Da wurde auch so ein bekannter Song gesampelt. So. Ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber ich habe eigentlich geguckt gehabt auf Genius. Und es hat mir sehr gut gefallen. Es hat komplett meinen Geschmack getroffen. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Song. Und ich glaube, der kommt sehr nice nachts beim Autofahren. Ja, es ist ein richtig geiler Song. Ich glaube sogar, die mussten den Song nochmal, den Sample nochmal nachsingen oder neu nach einsingen, weil die den Sample nicht klären konnten. Und wahrscheinlich, weil es da nochmal rechtliche Schritte eingehen von der Person, der Song gesampelt wurde. Aber für mich persönlich ein sehr, sehr geiler Song. Geile Atmosphäre schafft der Song. Sehr ruhiger Song, aber trotzdem noch so ein geiler Vibe irgendwie, weißt du? Genau, ich fand den Vibe sehr Ich krass. finde, das Tempel wird, also ich würde auch gerne wissen, wer den Sample nochmal eingesungen hat, weil die Stimme gefällt mir extrem gut. Und was wollte ich noch zum Song sagen? Ich wollte sagen, dass auch wenn er sehr ruhig ist, trotzdem wird das Tempo gut gehalten auf dem Song. Also ist für mich ein super Song einfach, also wirklich ein grandioser Song. Safe, Bro. Es ist ein sehr, sehr nicer Song. Ist auch mit einer meiner Lieblingstracks auf dem Album. 100%, ja. Der 15. Song, also der vorletzte, ist ein Song, der, ich glaube, ein bisschen Zeit braucht, bis man ihn so richtig, richtig so fühlt, wenn man den hört. Aber es ist auch eher was Persönliches so. Also jetzt die letzten beiden Songs sind allgemein eher so persönlichere Tracks, wo Ye ein bisschen was verarbeitet. Und ich finde, das passt auch zu jetzt die beiden Songs, also jetzt Problematik, über welchen wir aktuell reden, oder jetzt momentan, dass er auch am Ende kommt, weil das passt so irgendwie. Als Abschluss. Definitiv, ich finde die zwei Songs könnten, also Problematic mit dem Song hätte man auch eigentlich abschließen können. Ja, safe, Also safe. damit will ich nicht sagen, dass King kein guter Song ist oder so, aber ich finde, das ist halt auch geil. Also ich finde geil, dass diese Songs da auch entstanden sind mit Problematic und King, aber wenn wir jetzt über Problematic reden, ist es auch gut, dass Ye auch so ein bisschen den Song nutzt, um sich selbst nicht, ich will nicht sagen zu reflektieren, aber so. Man kann ja nicht einfach so ein Album droppen, nachdem du gewisse Sachen sagst und nicht. Ja, vor allem auch nach diesem ganzen Mediengebäsche gegen Ye. Genau, da muss man schon das Ganze irgendwie Die thematisieren. Trennung von seiner Frau, dann hatte der ja noch Probleme, seine Kinder zu sehen. Also da gab es ja mega viele Sachen. Genau. Und bei King hat er angefangen, so ein bisschen so darüber zu reflektieren. Und bei King, also habe ich gerade dem King gesagt, also bei Ja. Problematic hat er angefangen. Und bei King hat er dann, so wie ich es empfunden habe, so einen kleinen Rückblick für sich selber gemacht. Ja, obwohl ich finde trotzdem, dass King noch sehr, also der King ist auf jeden Fall noch ein sehr arroganter Song, meiner Meinung nach. Ja, da war ja auch JPEG Mafia drauf. Genau. Er hat ja auch seine Production Credits und so. Und das ist für mich einfach sehr, ja, wie soll ich sagen, es ist trotzdem noch ein sehr, sehr arroganter Song. Und wenn man dann sagt, okay, reflektiert, hat er wirklich reflektiert, so eine Sache für sich, wenn man sich den Song anhört. Nee, also ich würde nicht sagen reflektiert, er hat eher einen Rückblick Ihr gemacht, so. Rückblick gemacht, ja, genau. Ja, also ja, genau. Hat er gemacht, auf jeden Fall. Er hat einen Rückblick gemacht. Er hat nicht reflektiert, er hat so einen Rückblick gemacht, wo er über so ein paar Sachen redet, was passiert ist, aber er sagt jetzt nicht, hey, das war falsch und das war richtig mäßig. Genau. Also, dass da irgendwas falsch ist, sagt Aber er ja, sowieso Bro. nicht, aber ja, trotzdem, es ist für mich ein abgerundet, wenn wir jetzt schon zum Ende kommen wollen, für mich persönlich, ich kann ja nicht für uns sprechen, aber für mich persönlich ein sehr solides Album, was mir sehr gefallen hat vom Sound her. Und an Ja. manchen Stellen gibt es wirklich Dinge, die man hätte ändern können, 100%. Manche Aber das, Bro, aber das gibt's bei jedem bei jedem Album. Album, aber ich. Als Zuhörer ist es immer leicht zu sagen, hey, das und das hätte ich gerne anders gehabt und so, aber ich glaube, jetzt so für Ye ist es wirklich ein sehr wichtiges Album, auch für ihn nach dieser ganzen harten Zeit. Und es war halt auch mal ein Album, wo wirklich frischer Wind drin war. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass Ye irgendwie langweilig wird, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall sehr interessant, dass er sich hier Ty Dolla $ign draufgeholt hat als Collabo-Kollegen, weil hier einfach eine komplett neue Richtung zum Teil eingeschlagen wird.
und auch komplett neue Leute erreicht werden können. Und das finde ich cool. Jemand hat bei mir geschrieben oder hat halt seine Meinung zu mir gesagt und hat halt gemeint, hey, dieses Album ist wie ein guter Wein, der muss reifen. Ich trinke keinen Alkohol so, deswegen kann ich das jetzt nicht so bewerten, aber ich verstehe das. Ja, aber das ist ja So, jedes ich Jahr ihr glaube, Album. dieses Album ist jedes Jahr ihr Album. Ja, genau, jedes Jahr ihr Album ist so, das wird mit der Zeit besser. Aber Stand jetzt finde ich es nicer als Donda. Okay, krass. Da muss ich erst noch ein bisschen drüber nachdenken, ob das besser ist als Donda. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wie man das Ich besser finde, findet. also ich finde, es ging halt, es ist ein bisschen einfacher zu verstehen wie Donda. Wenn du natürlich auf die breite Masse der Tracks guckst. Einzelne Tracks waren eventuell stärker, wie zum Beispiel jetzt Off the Grid oder so. Das war ja der Song des Jahres, wo das gedroppt ist. Ja. Aber so als Gesamtprojekt hat mir das jetzt persönlich momentan besser gefallen. Aber ich habe auch Donda schon lange nicht mehr gehört, muss ich auch gestehen. Ich kann nicht verstehen, ich kann nicht verstehen. Ich muss kurz ein bisschen nachdenken, sorry, ich war kurz weg. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen. Alles cool. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst damit. Also, ja, da kann ich gar nicht diskutieren, das ist deine persönliche Meinung. Ich verstehe es auf jeden Fall, was du damit sagen willst. Ja, du, was nicht heißt, dass Donda scheiße ist, aber mir persönlich hat das jetzt einfach mehr Ja, gefallen. ich kann es verstehen. Also für viele ist das, glaube ich, auch ein bisschen greifbarer. Vom Sound her sind da einfach viele Elemente, die Genau. einfach besser nachzuvollziehen sind, glaube ich so, ne? Also, wenn man das so sagen kann. Safe, safe, genau das Donner ist meine ich. natürlich so, Das Donner ist ja eher so eine Story, die auch ein bisschen erzählt wird. Und wenn du nicht so krass in Tune bist mit Yay, ist super schwer, das zu Ja, und greifen. bei Donda war ja auch relativ viel Gospel drauf und so, weißt du? Genau. Ich finde Gospel eigentlich ganz cool, aber es gibt halt viele, Ich die. auch, ich fand die Gospel-Tracks sogar sehr nice auf dem Track, aber sehr viele Leute haben sich gefeiert, Ja. weil sie es einfach nicht so gefühlt haben. So, es ist ja auch Genau. Geschmackssache, ist ja komplett Oder okay. weil sie nicht an Gott glauben. Leute, glaubt an Gott. Spaß. Nein. Nee, aber es ist komplett in Ordnung, aber ich fand das Album noch ein Stückchen besser, für mich Ja, ich kann es persönlich. verstehen. Viele sagen das. Also, es gibt einige, die das sagen, dass sie es besser finden als Donda. Ich persönlich bin ein bisschen conflicted, aber das Ganze muss auf jeden Fall noch reifen. Genauso wie der Beispiel, den du genannt hast. Mit dem Wein. Yes. Okay, Bro. War eine nice Folge, Mann. Wir haben lange nichts aufgenommen gehabt. Ja, Mann. Leider. Aber ja. Ihr müsst auch gar nicht fragen. Ich habe auch ein, zwei Fragen von euch bekommen, ob Gleich. alles in Ordnung zwischen uns ist und so weiter. Also auf Ja, Ernst. alles ist gut, also auf jeden Fall. Aber ja, das war das. Wir sind froh, wieder back zu sein mit einer neuen Folge. Okay, Leute. Danke euch fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wo ihr dabei seid. Abonniert unseren YouTube-Kanal, lasst auf Spotify eine Bewertung da und wir hören uns in der nächsten Folge von Represent Germany. Genau. Ciao, ciao.